Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht's mal um das Thema Winterfest machen, so ein bisschen vorbereiten auf den Winter, aber nicht, wie ihr mit Sicherheit viele Videos schon aus oder von YouTube kennt, sondern ein bisschen mehr Augenmerk gelegt aufs Blech tatsächlich. Die Autos werden natürlich älter oder viele von euch fahren auch ein bisschen ältere Autos. Bei neuen kann es eventuell auch schon ein Thema sein, aber das könnte man anders handhaben. Von dem her geht es jetzt hier an dem Caddy. Der Unterboden ist soweit sauber und in Ordnung. Da fehlt sich also nichts. Also können wir jetzt hier quasi für den Winter vorbereiten. Was heißt vorbereiten? Man kann natürlich auf verschiedene Möglichkeiten hier zurückgreifen. Ich möchte euch aber in meinem Fall ein Produkt zeigen. Und zwar handelt es sich hier, kurz unbezahlte Werbung, um das Multi-Unterbodenschutz-Wachsspray von Petek. Translucent, also durchsichtig. Und damit werden wir jetzt mal den Unterboden behandeln. Also es ist ein Wachs, das möchte ich gleich voranschicken. Das hält natürlich nicht ewig, hat Vor- und Nachteile. Zum einen ist ja eh schon ein Unterbodenschutz werkseitig gespritzt. Das ist so ähnlich wie eine spritzbare Nahtabdichtung, was man da nimmt auf Kautschukbasis. Und genau, über die Jahre wäscht sich aber hier und da ein bisschen was ab. Es bleibt mal irgendwo was hängen oder es blättert irgendwo, bröselt irgendwo was auf oder es bricht auf. Und das wäre natürlich ein super Angriffspunkt für Salze, die im Winter flüssig eingespült werden, um dafür Rostschäden zu sorgen. Dafür kann man jetzt auf die Schnelle hergehen und kann mit so einem Unterbodenschutzwachs das über den Winter quasi verhindern, dass man im Endeffekt nur über diesen Zeitraum das Ganze aufbringt. Wie gesagt, das ist ein Wachs, das wäscht sich ab, das Ganze aufbringt und so seine Karosserie, seinen Unterboden schön gut rostfrei durch den Winter zu bringen. Man kann natürlich, wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel ein ganz neues Auto, holt den vom Werk ab oder von der Auslieferungsstelle, bringt ihn gleich zum Spezialisten, lässt ihn komplett mit Mike Sanders volljauchen. Und da könnt ihr euch natürlich sicher sein, das ist eine wasserdichte Geschichte. Also das ist bombensicher, das hält auch ewig. Ist natürlich sehr aufwendig. Ich habe jetzt Mike Sanders in dem Beispiel genannt, weil das halt, glaube ich, das verbreitetste ist von den von diesen Sachen. In den meisten Fällen ist es aber tatsächlich dann so, dass dann großflächig ausgebaut wird, also die ganzen Hitzeschutzbleche, und das kommt runter, damit man überall vernünftig hinkommt, und dann kann man das quasi in zwei Bahnen auftragen. Das wird warm gespritzt, soweit ich mich da recht erinnere. Und wie gesagt, das ist halt ein rechter Aufwand. Das geht fix, das kann im Endeffekt, ich würde jetzt fast sagen, jeder im Endeffekt daheim in der Auffahrt, also Auffahrtrampen oder sowas, Auto auf einer Seite jeweils oder achsweise jeweils hoch, kurz drunter geklettert und das Ganze eingesprüht. Und wie man das Ganze einsprüht und worauf man achten muss, zeige ich euch jetzt. Der Unterboden muss natürlich sauber, trocken, staubfrei und fettfrei sein. Also gewaschen hatte ich ihn. Natürlich ganz weg kriegt man den Dreck nie so richtig. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Von dem her das Zeug gut schütteln und dann kann man das quasi einfach aufsprühen. Das ist der Vorteil davon. Man kann damit in die Hohlräume rein und über fast alles drüber, Bremsleitungen. Das Einzige, wo man es jetzt nicht verwenden sollte, wäre tatsächlich bei der Auspuffanlage, weil das nur bis 200 Grad hitzefest ist. Also das wird dann nicht so schön. Aber ansonsten kann man da bedenkenlos überall drüber und kann schön den kompletten Unterboden damit einsprühen. Relativ einfach zu verarbeiten.
wie ihr seht, geht relativ fix. Und dann kann man da schön was machen. Ich würde es jetzt natürlich auch nicht unbedingt auf Gummi sprühen, wobei es macht nicht viel. Aber man weiß ja nie. Petek schreibt selber hier drauf, Materialverträglichkeit mit anderen Sachen muss im Eigenversuch getestet werden. Deswegen würde ich tatsächlich bei Achsgummis und sowas auch vorsichtig sein, aber sonst drauf damit und gut ist. Und gleich geht's oben weiter. So, wie man jetzt sehen kann, haben wir jetzt hier also alles schön eingesprüht mit dem Wachs. Hier hinten die Aufnahmen, die Bleche, wo es halt überall so anfangen könnte, eklig zu werden. Genau. So sieht das dann also aus. Hat jetzt eine Viertelstunde gedauert zum Einsprühen. Anderthalb Dosen habe ich gebraucht. So, genau, kann sich sehen lassen. Natürlich sollte man den Kühlerfrostschutz auch vor dem Winter mal prüfen. Dafür gibt es hier so Prüfgeräte. Das ist einfach nur so ein Schwimmer mit einer Anzeige und hier so ein Luftball, den drückt man zusammen, saugt Flüssigkeit an, wartet, bis es oben ist. So, und dann zeigt er im Regelfall, jetzt ist hier was drin. Und dann zeigt er im Regelfall die Temperatur an. So. Wir sind jetzt hier bei minus 25 Grad an Frostschutz. Verschiedene Hersteller geben da verschiedene Vorgaben. Als ich zum Beispiel bei Volkswagen gelernt habe, war die Maßgabe minus 25 Grad. Ich weiß aber, dass das mittlerweile herabgesetzt wurde. Also heraufgesetzt, ich glaube auf minus 20 nur noch. Halte ich allerdings für eine relativ grenzwertige Entscheidung. Wenn man überlegt, in manchen Alpentälern wird es tatsächlich im Winter häufig so kalt, dann sollte man schon sehen, dass da wirklich genügend Frostschutz drin ist, weil wenn es einmal friert, das Kühlwassersystem, dann führt das häufig zu sehr teuren Schäden. Also hier lieber auf Nummer sicher gehen, gucken, dass genügend drin ist und dann kann im Winter auch nichts passieren. Dasselbe ist Scheibenfrostschutz, natürlich klar, den auffüllen, den kann man ebenfalls mit diesem Gerät prüfen. Oder mit einem ähnlichen Gerät prüfen, ist ja im Endeffekt genauso wichtig, weil wenn euch auf der Autobahn die Scheibenwaschanlage einfriert und die Straßen gut gesalzen sind, nicht so cool. Man kann auch mal einen Blick auf die Scheibenwischer selbst werfen. Viele haben ja mittlerweile eine Verschleißanzeige, so ein kleiner Punkt auf dem Scheinwerferblatt oder auf dem Scheibenwischerarm. Nee, ist immer noch auf dem Blatt. Auf dem Blatt. Der dann gelb wird und somit anzeigt, dass die Wischer fort können. Meistens sind sie dann halt hart und haben nicht mehr die Wischleistung. Die sollten schon relativ weich sein. Je kälter das ist, desto härter wird natürlich auch Gummi. Und diese Gummimischung an den Scheibenwischern, und dementsprechend tut sich der Scheibenwischer natürlich schwerer, da vernünftig ein gutes Wischergebnis herzustellen. Also, das sollte es dann hier vorne drin eigentlich gewesen sein. Gut, man kann auch mal die Batterie testen, kann man auch schnell machen. Ich habe hier so einen ganz billigen Batterietester. Er tut, was er soll, aber Wunder kann man hier nicht erwarten. Den klemmt man auf die Pole. Minus, bleibt doch hinten drauf. Schraube. So, und hier auf Plus. Und dann zeigt er uns quasi anhand der LEDs den Ladestand der Batterie. Wenn wir jetzt angegeben bei 12,6 Volt, so Pi mal Daumen, genauer könnte man das mit dem Multimeter rausmessen, wie viel Strom tatsächlich jetzt drauf ist.
Der zeigt jetzt natürlich grün, alles im grünen Bereich. Von dem her ist die Batterie im ersten Moment auch fit. Wobei man sagen muss, je kälter das es wird, desto mehr wird natürlich so eine Batterie beansprucht. Und desto eher kann es auch mal zu einem Zellenschluss oder zu einem vorzeitigen Batterietod führen. Wenn die eiskalt sind und nicht mehr die fittesten, dann kann so ein Ding mal von heute auf morgen über Nacht quasi komplett den Geist aufgeben. Ist nichts Neues, passiert hin und wieder mal, ist halt so. Ansonsten sehen wir hier, war der Marder fleißig und hat hier ordentlich genagt. So, das verpacken wir hier wieder schön. Natürlich, wenn man hier so eine Batterieschutzhülle hat, dann kann die auch schon ein bisschen was helfen, dass die Batterie nicht ganz so kalt wird im Winter. Und ja, genau. Gut, weiter geht's mit den Gummis. So, die Gummis. Warum also die Gummis? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, das Auto steht draußen, es schneit drauf oder es regnet drauf und es friert dann irgendwann und zieht natürlich das Wasser hier ein, sammelt sich hier runter mit dem Gummi und friert hier fest. Kann zum einen dazu führen, dass die Tür nicht aufgeht, zum anderen, dass der Gummi so dermaßen hier am Metall festfriert oder an anderen Kunststoffteilen, dass ihr den Gummi auseinanderreißt. Daher nehmen wir hier einen Kunststoffreiniger, Kunststoff- und Gummireiniger und Pfleger. So, früher hat man, ich glaube, Talkum genommen oder sowas. Und kann somit die Gummis hier einschmieren. Damit sind die vor Feuchtigkeit geschützt. Es kann kein Wasser oder es dringt kein Wasser ins Material ein. Und somit kann der Türgummi auch nicht festfrieren. Die meisten Fahrzeuge haben zwei. Mittlerweile, früher war das anders, sieht man, dreh mal die Kamera ein Stück, sieht man hier ist nochmal ein Gummi eingelegt, den natürlich nicht vergessen, sonst hat man nur den halben Effekt und den kann man dann auch dementsprechend genauso wie den inneren schön entlang fahren, damit überall der Gummi geschützt. Natürlich auch umlaufend, wie man es von dem Gummi erwarten würde, von dem Türgummi. Ich denke mal, das waren jetzt so die Basics, an die man denken sollte. Flüssigkeiten sollten aber jedem klar sein. Winterreifen sollten jedem klar sein. Die richtigen Luftdrücke in den Winterreifen sollten, glaube ich, auch klar sein. Was man noch machen kann, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, sind die Türschlösser. Ist aber fast ein bisschen, also ich meine jetzt hier die Schließzylinder, wo auch gerne mal Wasser reinläuft, ist aber fast in den meisten Fällen zu vernachlässigen, da die Autos ja sowieso Zentralverriegelung haben und man dementsprechend die Schließzylinder so gut wie gar nicht mehr braucht. Knöpfchen drücken, Auto offen, Auto aufmachen, fertig. Das kann man aber tatsächlich noch machen, dass man mit, da gibt es ein spezielles Spray dafür, für die Schließzylinder und Türschlösser, dass man das noch einsprüht. Im Regelfall sollte aber da an den Stellen kein Wasser hinkommen, von dem her kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Das waren also so für mich, kann jetzt auch jeder handhaben, wie er möchte. Für mich waren das jetzt so die wichtigsten Sachen, die man vielleicht machen sollte, wenn man die Möglichkeit hat und sein Auto ein bisschen pflegen möchte. Sollte man über sowas nachdenken, dass man das tatsächlich macht und dementsprechend die Teile vor Korrosion und vor dem Salz, vor dem aggressiven Salz schützen, damit man lange Freude an seinem Fahrzeug hat und sorgenfrei
halbwegs durch den Winter kommt. Das soll es von mir gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!